Hey Leute, was geht ab? Ja, ich bin wieder zurück. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen etwas mehr den Fokus auf das Training gelegt als auf das Filmen. Ich muss halt dazu sagen, es ist relativ aufwendig, neben dem Training zu filmen, beziehungsweise auch vernünftige Bilder rauszubekommen. Ich meine, jeder kann eine Kamera aufstellen und das nachher versuchen, halbwegs zusammenzuschneiden, aber das gibt dann nichts. Also ich versuche halt noch vernünftig zu trainieren und halbwegs vernünftige Bilder rauszukriegen, und in den letzten 3 Wochen habe ich halt einfach da ein bisschen pausiert und wollte halt den Kopf fürs Training nicht verlieren. Und ja, das war halt so mal wichtig. Ich meine, ich habe neben dem Training noch ein paar andere Sachen um die Ohren und da war das ganz gut so. Jetzt bin ich zurück und möchte euch jetzt gerne erklären oder erzählen, was sich so in den letzten 2 Jahren CrossFit für mich geändert hat, wie ich mich verändert habe und warum ich den ganzen Quatsch immer noch mache. Also, ich habe mich vor knapp 2 Jahren angemeldet. Ich glaube, es war Anfang Mai. Ich glaube, ich habe im Mai den Vertrag unterschrieben, also knapp 2 Jahre. Und ich kann von mir behaupten, dass ich jetzt auch schon etwas erfahrener bin. Vielleicht nicht auf die Zeit gesehen, aber auf die Anzahl der Trainings, Workouts, die ich jetzt in den 2 Jahren absolviert habe, ist es doch relativ viel. Denn ich bin jetzt seit knapp einem Jahr doch etwas energischer dabei und trainiere 4 bis 5, tendenziell 5 Mal die Woche. Und einen großen Teil halt auch mit den Trainern gemeinsam. Und ich kriege halt auch sehr viel mit und kann mir halt sehr viel von den Jungs abschauen und lerne halt ganz anders. Klar, ich habe hier und da immer noch meine Baustellen. Da ist die Mobility immer noch eine Baustelle und auch diverse Bewegungsabläufe, die mir noch nicht ganz in die Schädel gehen. Ich habe halt noch ein Defizit in den Beinen, was mich bei vielen Übungen doch etwas noch schwächeln lässt. Dann, ich arbeite dran und dementsprechend geht es auch weiter. Also werden noch weitere Veränderungen kommen, so ist das nicht. Also ich bin jetzt nach 2 Jahren im Welten noch nicht am Ende. Und mein Ziel ist es halt, dass ich irgendwo, ja, ich bin jetzt 30 geworden, dass ich irgendwo mit Mitte 30, 34, 33, 35 irgendwo mich vielleicht für einen Wettkampf qualifizieren könnte. Denn das ist eigentlich auch der Grund, warum ich den Sport ausübe. Ich mache das nicht, um fit zu bleiben, denn dieser Punkt ist bei mir schon überschritten. Ich glaube, wenn du 5 Mal dahin gehst und auch langsam Spaß an dieser Selbstgeißelung findest, hat das nichts mehr mit fit bleiben zu tun. Und also ist mein persönlicher Ansatz, jeder soll das machen, um fit zu bleiben, klar, natürlich, aber bei mir ist das schon ein bisschen überschritten. Ich hänge irgendwo in der Grauzone dazwischen und bin auch ganz froh darüber und liebe es auch, ja, so ist es nicht. Bei mir hat sich generell halt noch verändert, dass meine Mobility um Welten besser geworden ist. Ich habe halt 3-4 Jahre im Fitnessstudio trainiert, nur diese stumpfen Übungen, die jeder kennt, Bankdrücken, Kreuzheben, noch nicht mal mit der besten Ausführung, aber halt keine funktionalen Übungen, und ich habe halt auch wirklich keine Beweglichkeit gebraucht. Aber jetzt, nach 2 Jahren, ist es wirklich so, dass ich auch beim Warmmachen schon merke, ey, ich komme viel besser runter, ich kann mich viel besser stretchen und dehnen, ohne jetzt irgendwelche Schmerzen, die man halt hat, wenn man noch so ein bisschen steif ist. Es ist alles besser geworden. Dann hat sich halt bei mir halt noch der ganze Fokus etwas verändert und bei mir ist es halt so, ich gehe zum Training, ich sehe das Workout, und wenn ich halbwegs wach bin und ist nicht zu ermüdet von der Arbeit oder zu wenig Schlaf, dann bin ich eigentlich auch da und möchte das Workout auch durchziehen, egal was kommt, ich setze mir meine Ziele. Ich habe jetzt teilweise nur noch das Problem, dass ich mir die Ziele in den letzten paar Wochen etwas zu niedrig gesteckt habe. Sprich, dass ich die Übungen, wenn ich zum Beispiel jetzt 20 Wiederholungen machen musste, ich dann vielleicht 15 gemacht habe, abgesetzt habe und nochmal 5 hinterhergeschoben. Und in den letzten Tagen habe ich mir darüber nochmal Gedanken gemacht und versuche halt jetzt wirklich, auch wenn da 20 sind, 20 durchzuziehen und mir diese 20 als Ziel zu nehmen, um mich halt einfach noch so ein bisschen dazu triggern, dass ich mir persönliche Ziele nicht zu niedrig stecke. Das Problem passiert bei mir halt häufig, wenn ich alleine trainiere und ich halt nicht irgendwie einen Nebenmann habe oder ich mich halt vorher nicht mit einem anderen beraten konnte. Da fehlt mir halt noch so ein bisschen mein Selbstempfinden, ja, wie ich so eine Übung auszuführen habe oder wie ich halt das ganze Workout anzugehen habe. Klar, ich berate mich mit meinem Coach, aber es geht halt nicht jedes Mal so und manchmal geht es halt leider schief. So. Dann muss ich halt noch dazu sagen, dass ich innerhalb der letzten 2 Jahre sehr viele neue Freundschaften geknüpft habe. Ich meine, das liegt an dem ganzen CrossFit-Community-Ding. Bei uns die Leute in der Box, aber halt auch außerhalb der Box habe ich sehr viele Leute kennenlernen dürfen, denn ein Teil unserer Trainer ist halt auch, sind halt auch Athleten und fahren halt auf jegliche Wettkämpfe quer durch Europa. Und ich durfte in den letzten 2 Jahren, ich glaube, ich war jetzt auf 8 Wettkämpfen.
Und es war halt immer geil. Ich meine, selbst für die Runde, die halt zum Beispiel mit in Paris war, du bist mit 8 Leuten in einer kleinen Villa, die du dir gemietet hast. Und das schweißt noch mehr zusammen, wenn man einfach mal 2 Tage aufeinander hängt, zusammen kocht, zusammen frühstückt, isst, Abend isst. Und halt auch noch den Coach bei dem Wettkampf anfeuert, den er dann noch gerockt hat. Das ist schon ein ganz anderes Empfinden für diesen Lifestyle als solches. Aber halt auch generell, man verabredet sich zum Training, zum Beispiel mit dem Sascha trainiere ich halt oft, den habt ihr jetzt in ein paar Videos schon mal gesehen. Und das ist schon was ganz anderes. Auch außerhalb der Box unternimmt man was mit den Leuten, das ist schon ganz cool. Aber ich durfte halt auch so andere Crossfitter kennenlernen und man merkt halt einfach, dass diese Community einfach sehr offen ist. Ich merke halt aber auch wiederum anderen Sportarten gegenüber, zum Beispiel auch Leuten, die halt sehr viel Fitness betreiben, ist da immer noch so eine leichte Skepsis. Aber das ist nicht so schlimm. Ich belächle das dann noch ein bisschen und denke mir meinen eigenen Teil. Ich meine, jeder Sport hat seine Daseinsberechtigung. Und solange er professionell ausgeübt wird und gelehrt wird, ist alles gut. Ich bin mit jedem fein, solange sie es auch mit mir sind. Wenn nicht, haben sie Pech gehabt. Ja, so generell war es das jetzt eigentlich schon mal. Ich meine, das Körperliche ist eigentlich für Crossfitter relativ nebensächlich. Ich habe halt jetzt mal die Ernährung umgestellt und hoffe halt noch, dass ich vielleicht so 1-2 Kilo Speck, die ich nicht brauche, noch abnehme. Und dann bin ich ganz froh. Und das würde mir bei einigen Workouts, wo ich zum Beispiel Pull-Ups oder sowas machen muss, halt noch weiterhelfen. Aber zur Ernährung in den nächsten Videos mehr. Und jetzt möchte ich euch nicht weiter langweilen mit meinem Gelaber und ich zeige euch jetzt einfach noch ein paar Szenen aus meinen Workouts diese Woche. Die habe ich euch jetzt noch dahinter geschnitten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir ein Abo und liked das Video, kommentiert es, stellt mir Fragen, die ich vielleicht in den nächsten Videos beantworten könnte. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen und jetzt viel Spaß, mich beim Schwitzen zu sehen. Ciao.